Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Hier kann man jetzt auch sehen, ne? Er ist der Ranghöchste, er hat also auch etwas Vorrecht, sich am Futter zu bedienen, was er auch macht. Erst wenn er so das Okay gibt, dürfen die anderen rangniedrigeren Tiere da dran. Ganz typisch Javaneraffen als Altweltaffen, dass die halt relativ viel aufrecht gehen, sind verbreitet in Südostasien und gelten dort auf Hongkong zum Beispiel als eine invasive Art. Sie sind dort eingeschleppt worden, man weiß nicht genau wie. Und stehen deshalb auf dieser großen Liste, wo die invasiven Arten draufstehen, weil die da halt einfach zu viel kaputt machen. Die scheuen in der freien Natur den Menschen nicht und können sich relativ gut anpassen, leben also in Parks, auf Plantagen, in alten Tempeln, sondern die schaffen es überall irgendwie, sich fortzupflanzen und zu überleben. Und Javaneraffen als Altweltaffen, die halt nur in der alten Welt gibt, sind neben dem Rhesusaffen das beliebteste Versuchstier und ist auch die erste Affenart, die 2018 geklont worden ist. Ich frage mich immer, warum das nicht so berühmt geworden ist wie das Schaf Dolly, was jeder kennt. Die zwei Männer. Ich sag immer Dagobert Duck, Donald Duck und Trick, Trick und Track. Die beiden Männer sind halt auch kastriert, weil wir da keinen Nachwuchs mehr möchten. Und man kann sie halt ganz gut unterscheiden, weil er halt wirklich fast doppelt so groß ist wie die anderen. Das ist auch noch ein unser Donald, die halbe Portion. Und die drei Mädels, Trick, Trick und Track. Und das ist halt so, dass man das eigentlich an der Größe relativ gut immer sehen kann, wer Männlein und wer Weiblein ist. Diese Barthaare oder so, das ist egal, das haben auch die Weibchen. Aber der dominanteste ist halt auch immer das kräftigste Tier. Kann man hier ganz schön sehen, was das für ein Unterschied ist. Unsere Javaneraffen, die machen die Tomate auf, kann man gerade schön sehen, essen zuerst die Kerne und das Fruchtfleisch und die Haut lassen die liegen, die mögen die nicht so gerne. Und die Kapuziner machen das noch ein bisschen anders, die drücken die so richtig den Saft und die Körner raus, als würden sie sich eine Zitrone oder eine Orange auspressen und schmeißen dann auch den Rest weg. Warum die das machen, kann ich nicht sagen. Das machen die auch nur mit diesen kleinen Tomaten. Wenn wir große Tomaten haben, die wir dann vierteln, die essen die komischerweise ganz. Vielleicht ist die Schale von diesen Kirschtomaten etwas härter. Ich kann es nicht wirklich beantworten, warum.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare. Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.